Willkommen in Peru. Wir sind jetzt hier am Start der Land Rover Experience Tour 2017. Uns erwarten viele Berge und der Ozean und sicherlich ein großes Abenteuer. Die Reise beginnt in Pisco und führt durch die Wüste an den Pazifik. Von hier fahren wir zunächst parallel zum Ozean und dann direkt in die Berge. Unser Trip durch die Anden endet schließlich in Huancayo. Und bevor es jetzt das erste Mal hier in Peru in die Wüste geht, müssen wir eins machen, das ist ganz wichtig, Reifendruck senken, denn sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Die Fahrt durch den weichen Sand ist für alle ein Riesenspaß. Und am Ende wartet nicht nur ein toller Ausblick, sondern vorab auch eine ganz besondere Herausforderung. Nach unserer Fahrt durch die Wüste haben wir jetzt ein wirklich wichtiges Etappenziel erreicht. Denn das hinter mir ist der Pazifik. So, jetzt haben wir unsere erste Nacht hier direkt am Pazifischen Ozean verbracht. Und zwar in diesem Ein-Mann-Zelt hier, das nennt sich Swag. Das kennen wir bereits aus Australien. Das hat eine integrierte Matratze, lässt sich super schnell zusammenbauen und auch wieder auspacken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Geräusch im Hintergrund habe ich geschlafen wie in Abrahams Schoß. Für reichlich Natur ist natürlich hier am Ozean wirklich gesorgt. Wie zum Beispiel hinter uns, da sehen wir Seelöwen. Das ist wirklich interessant, allein schon zu schauen, wie die da hochklettern. Das ist fast schon Akrobatik. Die letzte Nacht haben wir in einem kleinen Bergdorf in den Anden verbracht, das heißt Chavin, und das liegt auf 3200 Meter. Wir hatten alle hier ein bisschen mit der Höhe zu kämpfen, aber es war die Sache wert, denn der Weg hierhin, der war ein echtes Abenteuer. Eine der größten Herausforderungen während unserer gesamten Tour sind ganz klar diese schmalen Bergstraßen, die man hier findet, wo zum Teil gerade eben so das Auto drauf passt und wo es vor allen Dingen, je nachdem in welche Richtung man fährt, auf der einen Seite steil bergauf und an der anderen komplett ungesichert, sehr steil, sehr weit bergab geht. Die letzte Nacht in den Anden verbringen wir im Dorf Tana. Geschlafen wird auf dem Fußballplatz, gegessen und gefeiert auf dem Hof der lokalen Schule. Damit hier bei der Land Rover Experience uns nichts passiert und keine Gefahr für Leib und Leben entsteht, hat Land Rover uns freundlicherweise auch Ärzte mitgeschickt. Einer davon steht neben mir, Dr. Boris Kuriot. Boris, ich habe eine ganz kurze Frage zum Thema Höhenkrankheit. Ich selber habe es gemerkt, bei über 3000 Metern geht es mir nicht wirklich gut. Was ist die Höhenkrankheit und wie kommt es dazu? Ja, die Höhenkrankheit kommt einfach letztendlich dadurch zustande, dass in der Höhe weniger Sauerstoffdruck herrscht und damit in unserem Blut auch weniger Sauerstoff da ist. Jetzt habe ich das bei mir selber gemerkt, dass ich wirklich so ab 3000 Höhenmetern das kein Wohlbefinden mehr hatte. Bei mir war es tatsächlich leichter Kopfschmerz, der ging, aber bei ihr war es so eine völlige Erschöpfung, dass ich, also, sobald ich mich geringfügig körperlich betätigt habe, ich sofort gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht, auch ein leichter Schwindel kommt dazu. Kann man sich denn da irgendwie schützen? Ja, also ich weiß, du wirst wahrscheinlich gemerkt haben, zwei Dinge passieren und das ist sehr schlau vom Körper. Das eine ist, du atmest schneller. Und das zweite ist, der Puls geht schneller. Also ist es so, als ob du unter Normalbedingungen so einen leichten Dauerlauf machst die ganze Zeit. Natürlich kann man sich dagegen schützen. Das Sinnvollste ist, wenn man sich langsam an die Höhe gewöhnt, dann reguliert der Körper das selber. Der kann ein Hormon ausschütten, das sorgt dafür, dass die Blutzusammensetzung sich verändert und man sich an die Höhe anpasst. Die schmalen Bergstraßen sind recht tückisch. So stecken wir für rund 2 Stunden in über 4000 Metern Höhe fest. Der Grund? Ein festgefahrener LKW. Unser Expeditionsfahrzeug für unsere Tour durch Peru ist der neue Land Rover Discovery. Und das ist eigentlich das perfekte Auto für genau die Strecken, die wir hier zu meistern haben. Wir haben hier permanenten Allradantrieb, wir haben mehr als 28 cm Bodenfreiheit. Hier an Bord von unserem Auto haben wir den aktuellen V6 3 Liter Benziner mit 340 PS, 450 Newtonmeter. Und das Ganze ist kombiniert mit einem 8-stufigen Automatikgetriebe. Und das Auto läuft richtig gut. Wenn man stecken bleibt, dann sind es meistens Fahrfehler. Musik.
Ich stehe jetzt zusammen mit Doug Rogge, quasi unserem Expeditionsleiter, der Tourmanager der Land Rover Experience. Doug, was mich am meisten interessieren würde jetzt an unserer Tour, das sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen, wenn ihr sowas vorbereitet, wie lange dauert das und was sind eigentlich die größten Herausforderungen? Ja, so eine Tour wie hier in Peru vorzubereiten, dauert 2 Jahre, weil du hast natürlich alles zu kontrollieren. Du musst einen Guide haben, der Spanisch spricht. Du musst die Autos eingeführt bekommen und du musst natürlich auch die Strecken finden, die so interessant sind, dass man, wenn man fertig ist, sagt so, wow, und dafür brauche ich 2 Jahre. Was ist denn so dein Resümee aus der ersten Tour, die du jetzt hier gemacht hast? Also, wenn ich für die erste Tour Punkte vergeben müsste von 1 bis 10, wobei 10 top ist, würde ich sagen, war das 10. Ja, weil es hat alles funktioniert. Sensationelle Teilnehmer, ja, die Journalistenkollegen, die mit waren, perfekt. Die Autos haben sich sensationell geschlagen. Ja. Und wichtig ist natürlich auch immer das Thema Reifen. Und muss ich auch sagen, wir haben so gut wie keinen Platten gefahren. Und da bin ich einfach sehr, sehr zufrieden. Also eine glatte 10. So, jetzt sind wir am Ziel meiner Reise angekommen, nämlich hier in Huancayo. Das ist für mich das Ende meines Trips. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte richtig viel Spaß. Ich bin mir nur aktuell nicht ganz sicher, was so die größte Herausforderung der Experience war, ob es die Dünen waren oder ob es vielleicht wirklich die Berge waren mit der Höhe oder vielleicht wirklich die letzten paar Kilometer hier durch die Großstadt in dem wahnsinnigen Stau. Für den Rest der Truppe geht es jetzt nochmal weiter und zwar bis zu Machu Picchu. Da geht es unter anderem auch durch den Dschungel. Ich wünsche denen wahnsinnig viel Spaß, wäre gerne dabei. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf ein Hotelzimmer, auf eine vernünftige Matratze, denn 3 Tage im Zweck hinterlassen auch bei mir Spuren.